Herzlich willkommen zu einer weiteren Netz-Retro-Ausgabe und diesmal mit einem wirklichen, wirklichen Geheimtipp von Human Entertainment, nämlich The Fireman. Dieses Spiel kennt kaum einer, also aus meinem Bekanntenkreis, auch wenn man sich umschaut in Foren, wenige kennen The Fireman. Ich habe es damals auch nur durch einen Test in der damaligen Videogames-Zeitschrift entdeckt gehabt, ist aber ein wirklich klasse Spiel, das leider oft übersehen wird. Wir schauen mal kurz in die Optionen rein. Ihr seht, wir haben verschiedene Sprühfunktionen, die wir benutzen können. Wir haben eine Bombe, wir können die Direction of Spray auch einstellen. Schwierigkeitsgrad gibt es Normal und Beginner. Wir gehen jetzt aber wieder raus. Deutsch lassen wir als Ganzes. Die Vorgeschichte von Fireman. Ich werde nicht den ganzen Vorspann ablaufen lassen, da man nur das Haus sieht. Ich erkläre es nur kurz. Wir befinden uns im Jahr 2010, wie ihr hier seht. Und man soll dieses Bürogebäude mit zwei Feuerwehrleuten löschen. Man soll dort helfen. Da ist ein Feuer ausgebrochen, weil in dem Bürogebäude auch Chemikalien sind, die zu einer Explosion führen können. So viel soweit. Die Chemikalien heißen MDL. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Und deswegen überspringe ich jetzt hier auch diesen Vorspann und gehe direkt ins Spiel rein. Der MDL sollte in der Mitte des Raumes D im Untergeschoss sein. Die ins Untergeschoss führenden Treppen sind auf der Karte rot markiert. Anscheinend sind wir die Ersten am Schauplatz. Dieses Gebäude ist zu groß. Wir sollten auf Verstärkung warten, ehe wir reingehen. Keine Sorge, Danny. Sie sind in ein paar Minuten da. Also los, gehen wir. Genau, und damit fangen wir auch schon an. Und für diese Flammen benutzen wir den hohen Strahl, den ihr hier seht. Unser Partner Danny kann auch mit der Axt die Flammen ausschalten. Und diese kleinen Flammen, die ihr hier seht, dafür gibt es eben diesen niedrigen Strahl, den wir mit B aktivieren. Und ihr seht, die Grafik ist ganz cool gemacht, ist fast wie Zelda oder so. So ein Top-Down-Rollenspiel. Ja, ich habe nur 10 Minuten, sehe ich gerade. Das heißt, ich sollte mich beeilen, hier die Sachen zu finden. Dann geht's doch hier weiter. Oh nein, die Türen sind verschlossen. Ja, es wäre natürlich auch zu einfach gewesen, wenn direkt in die Chemieabteilung das gegangen wäre. Das heißt, wir laufen hier weiter und ihr seht, es gibt keine richtigen Gegner in diesem Spiel. Das Gegner sind wirklich das Feuer, brüchiges Glas. Seht ihr hier? Dann gehen wir halt ins Gartenhaus, ins Gewächshaus. Es gibt immer Zeitdruck in den Leveln. Und es gibt eben als Gegner einfach nur die Flammen. Das war eigentlich ein ganz cooles neues Konzept. Etwas, was man heutzutage selten sieht bei Spielen. Was ich eigentlich auch ein bisschen bedauere, weil sowas doch eigentlich gerade das ist, was einen reizt als Spieler. Was Neues erleben. Oh nein, die Brücke ist eingestürzt. Tja, dann müssen wir durch den Fluss, das hat er richtig erkannt. Das ist der einzige Weg, dorthin zu gelangen, das heißt, wir gehen durch den Fluss. Können wir denn hier irgendwo durch den Fluss? Da geht es in den Fluss rein, jawohl. Heutzutage gibt es das Ganze ja immer als Simulatoren, die leider nicht gut gemacht sind. Oder selten gut gemacht sind, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber so wirklich das Ganze als Actionspiel. Okay, der zeigt Leben an, da müssen wir schnell hin. Dann gehen wir mal schnell zum Leben. Da müssen wir auch Leben retten. Aber so wirklich das Ganze als Actionspiel zu präsentieren, so ein Spiel, ja. Ihr seht, da schlägt doch das Leben schneller aus. Hier ist aber niemand. Aber was ich wie gesagt sagen wollte, also dieses Ganze als Action-Spiel, als so eine Art Action-Adventure zu präsentieren, das gibt's eigentlich sonst nie. Das ist doch eigentlich schade, weil das Konzept eigentlich genial ist. Nur seht ihr, hier besiege ich natürlich die Flammen schön. Oh, da ist eine Toilette. Vielleicht ist die Person ja auf der Toilette zum Retten. Wenn sie klug war, ist sie auf Toilette gegangen. Schauen wir mal, ob hier jemand ist. Können wir hier noch die Flammen ausschalten. Hallo, ist hier jemand? Die Feuerwehr ist da. Also das ist nicht nur ein Spiel für Kinder, die geträumt haben, mal Feuerwehrmann zu sein, sondern tatsächlich ist das wirklich ein Spiel,
was jeder spielen kann, was jedem eigentlich Spaß machen sollte. Weil es einfach mal was völlig anderes ist. Dadurch hat sich Human aber ja auch immer ausgezeichnet, dass sie Spielkonzepte haben, auf die viele andere nicht achten. Ja, hier war ich ja jetzt schon. Auch merkwürdig, dass der Toilettenkomplex doch verbunden ist mit miteinander. Ja, gehen wir hier hoch. Da schlägt auf das Leben, da ist doch die Person, die wir... nicht von den Flammen getötet werden. Alles in Ordnung, mein Bein, ich kann mich nicht bewegen. Sind Sie allein? Ja. Aber im Konferenzzimmer, kann man sagen. Max, hörst du mich? Ja, was ist denn los? Walter, du seht im Konferenzzimmer nach. Dort können noch Leute sein. Verstanden. Wird ausgeführt. Danny, schaff ihn raus. Ja, unser Partner bringt ihn also raus, wenn wir hier weiter jetzt alleine gegen die Flammen kämpfen. Unser Partner ist auch wieder da, zum Glück. So, schauen wir doch mal. Runter, da unten geht's ja weiter. Jawohl. Der Steuerroboter spielt. Ja, also so ein bisschen Gegner gibt es dann natürlich auch schon. Das wäre ja langweilig nur gegen Flammen. Allerdings haben jeder Gegner mit Feuer zu tun. Der Roboter ist ausgeschaltet. Noch 6 Minuten sehe ich gerade. Hoffen wir mal. Oh, ja, hier drüben ist schön. Mich interessiert hier drüben gerade nicht, wenn ich so ein blöder Roboter angreifen will. Mehr Krabbeln kann man auch wieder sehen, kriechen. So. Was war denn hier drüben jetzt? Geht's jetzt hier weiter oder nicht? So. Na dann mal weiter. Man hat auch Löschbomben, also wenn es wirklich mal die Gefahr zu groß ist. Kann man auch die einsetzen. Jetzt gehen wir hier weiter durch. Ich will jetzt endlich in den Gefahrenraum. Schön, der Architekt kommt in 15 Minuten. 15 Minuten können wir aber schon alle tot sein hier drin. Sehr intelligent das Ganze. Ah, jetzt hat es mich doch ein bisschen erwischt gerade, das Feuer. Uah, Flammen kommen. Gut. Aber ihr seht, es ist tatsächlich auch doch viel Action drin. Man würde ja jetzt denken, so ein Spiel über Feuerwehrleute. Und wieder voll erwischt. In einem Spiel von Feuerwehrleuten, da ist wenig Action drin oder man steht einfach nur in einem Haus rum, löscht Feuer. Deswegen fand ich dieses Spiel so cool, weil wenn man auch Simulatoren spielt, muss man zugeben, die sind zum Teil sehr langweilig. Ich habe mal in dieses Flughafen-Feuerwehr reingespielt. Da fahre ich dann mit dem Auto hin und lösche einen Mülleimer. Also wahnsinnig spannend. Da ist das hier dann doch ein bisschen was anderes. Und das ist genau das, was dieses Spiel so toll macht. Und jetzt sind wir hier. Ja, und wieder erwischt mich. Sind wir hier irgendwo, wo Rohre sind? Versuchen wir es unter dem Rohr durch. Na klar, versuchen wir es unter dem Rohr durch. Wir wollen ja nicht gegrillt werden. So. Geht es jetzt hier weiter? Da durch. Jawohl. Genau. Weil jetzt grafisch ist das Ganze auch wirklich ganz nett gemacht von den Effekten her. Da wurde schon ziemlich gezeigt, was das Super Nintendo eigentlich grafisch alles kann. Mit den Raucheffekten, den Nebeldarstellungen. Ich gehe zuerst und entdeckt mich. Ja, dann decke ich dich mal, mein Freund. Oder ich sterbe einfach mal. Zweite Variante ist auch gut. So, ich soll den also decken. Wo ist er denn überhaupt? Die Pfeife vom Partner. Außer mich hier durch die schlimmste Gegend zu schicken. Eine Flammenwand. Wo ist eine Flammenwand? Ich sehe... Oh! Ja, das sind eben die Endgegner hier. So eine Flammenwand, die dann... voll erwischt. Sackvieh. Da ist sie doch wieder. Komm her, Flammenwand. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wo bist du, Flammenwand? Brandlöschbombe eingesetzt. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja. Das sieht so aus, als würde ich sterben hier.
Aber ihr seht, das war also wirklich so ein bisschen eher wie ein Shooter-Abend, Action-Adventure. Ganz toll. Ah, ich habe sie doch noch geschafft. Hui! Mit wenig Leben doch noch geschafft, Stage 1 clear. Puh! Gerade noch so durch. Und fast alle Feuerzeuge gelöscht, 84%, 94% geschafft. Da ist das MDL, jawohl, geschafft. Und das klang nach einer Explosion. Im Heizungskeller, natürlich genial. Da ist ja wenig, was kaputt gehen kann oder Probleme bereiten kann. So, südöstlich ist der Heizungskeller, na dann rennen wir doch mal dahin. Gegen dieses Flammenmeer hier. Aber ich muss sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist wirklich genial. Ah, Flammen überall. Na toll. Irgendwo lebt doch hier. Warum kommen jetzt Flammen von hinten? Ich hab doch gleich was gelöscht gehabt. So, wo ist denn hier der Überlebende? Der Heizungskeller ist hier drüben. Ihr seht aber der Heizungskeller gar nicht. Ich will wissen, wer hier noch lebt. Macht's doch bing, 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 bing. Böden Flammen verschwindet jetzt. So. Wer lebt hier noch? Die Ventilatoren sind natürlich super, weil die mich hier halt in dem Level immer hin und her schwingen. Und Luft ist natürlich was ganz Tolles. Das macht das Feuer noch mehr antreiben. Wer immer das Gebäude auch entwickelt hat, Architekten wird an der Ende haben. So. Wo lebt er? Gehen wir durch den inneren Teil. Na schön, der Weg sieht doch gar nicht so gefährlich aus. Wahrscheinlich rette ich hier gerade irgendjemand nicht. Das sind elendig Verrecken hier. Da drüben liegt er. Schön, dass wenn man Feuerlöschs gerade wieder ausbricht. Das macht einem Hoffnung, es hier zu überleben. Flammen überall. Wie kann ich den Typen retten? Sieht ja irgendwie so aus, als gäbe es für den keine Rettung hier. Er ist dann hinter den Kartons und ja, wenn nicht, hat er immerhin sein Leben gehabt, ne? Oder so. Schau mal. Durch. Wir sind in einer verdammt schwierigen Lage, das ist schön. Ja, mein Kumpel, ach komm, lassen wir den da oben liegen, soll er doch sterben, so sind wir aber nicht, Mensch. Er ist ohnmächtig. Dafür gibt es übrigens, wie ihr gesehen habt, Lebensenergie zurück. Ja, da kommen die Flammen von hier. Wir löschen. Und gehen jetzt doch mal lieber hier raus. Das gefällt mir nämlich auch nicht wirklich hier drin. So. Also ihr seht, oh, da kommt es noch Flammschutz. Ihr seht, es gibt tatsächlich, obwohl es nur Feuer ist, gibt es Abwechslungsreichtum, was die Gegner angeht. Es gibt verschiedene Missionen, wie retten, Sachen sammeln. Oh, schön. Und ist wirklich, wenn ihr mal Lust auf was völlig anderes habt, also ein Spielprinzip, was ihr so noch nicht erlebt habt, oder so noch nicht kennt, wirklich sehr zu empfehlen. Was völlig anderes mal. Ah, was erzählen die? Ja, super. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist wirklich, hier seht ihr jetzt auch mal diesen Effekt. Es hat verschiedene Effekte, es hat eine tolle Grafik. Es bringt mich fast um. Nein, aber es ist wirklich genial gemacht. Es ist was völlig Eigenes und es ist was wirklich Tolles. Und so sollen ja eigentlich Spiele sein. Spiele sollen ja auch mal originell sein, sollen ein tolles Spielprinzip haben, das fesselt.
sollen auch mal was Neues bieten. Und das ist was, das ihr auch auf heutigen Konsolen eigentlich so in der Form nicht findet, was es besonders macht. Und ich finde einfach, dieses Spiel hat es verdient, bekannter zu sein, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. So. Jetzt seht ihr, hier explodiert das Ganze noch. Es ist einfach mal was völlig anderes. Und deswegen gebt dem Spiel eine Chance, schaut rein, besorgt es euch, wenn ihr es irgendwo findet. Es ist nicht ganz einfach zu finden heutzutage leider. Es war, wie gesagt, kein großer Hit. Liegt aber nicht an der Qualität des Spieles, sondern wirklich einfach daran, dass es kaum einer kennt, dass es sehr unbekannt ist. Ich finde, man sollte dem Spiel eine Chance geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Spiel eine Chance gebt, wenn ihr vielleicht durch mich jetzt wirklich ein neues Spiel entdeckt habt, das wirklich genial ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Retro.